Sie da? Ich? Ich denke, vermutlich meine Ruhe haben wollen. Leichtsinn ist es aber schon. Wieso das? Sie sitzen hier immerhin mitten auf der Grenze. Zum 30-jährigen Jubiläum des deutschen Mauerfalls und der Wiedervereinigung stellt das Junge Theater in seiner aktuellen Produktion die Frage nach einer gemeinsamen Geschichte. Die alles so verdreht, dass ich ihnen alles abkaufe und sogar noch glaube, dass sie mir damit etwas Gutes tun. Das Stück überprüft den meist westlichen Blick auf die Geschehnisse damals und die Spätfolgen heute. Wie fühlt es sich an, Teil von etwas Großem zu sein? Klemmt. Der Mensch braucht Schutz. Also ich bin das Volk. Wir, das heißt, wir sind das Volk. Wir haben das sind. Auch alles so seiner Richtigkeit. Sind Sie gegen das Volk? Sind Sie der Volksfeind? Das ging jetzt zu schön. Was bitte? Na, gerade noch Mauerbau, jetzt Volksfeind. Wie wir uns das gedacht haben, das funktioniert nicht so ganz. Das liegt auch an Ihnen. Denn 30 Jahre nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung wird offensichtlich, was man lange Zeit nicht sehen wollte. Die Wiedervereinigung ist nicht komplett geglückt und die Wendezeit nicht genügend aufgearbeitet. Und wir erkennen das Problem auch an. Wir erkennen Sie als Problem an. Ich will sagen, ich fühle mich jetzt genauso wie vorher. Vielleicht etwas unsicherer. Da haben wir wohl einige einfach abgehängt, da werden wir wohl einige einfach abgehängt haben. Da hängen wir sie eben jetzt einfach mal ab. Wie habe ich mich in einem Staat zu verhalten, dessen Regierung kapitale Rechtsbrüche begeht? Und der allgemeine Rechtsverfall schreitet voran!